Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 16. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung. Das ist die Drucksache 9110-28768 aus der 20. Legislaturperiode. Und da es um die zweite Lesung handelt, erbitte ich die Berichterstattung. Frau Kollegin Ravensburg steht hier schon mit einem Zettel in der Hand. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Freien Demokraten, bei Stimmenthaltung von SPD, AfD und DIE LINKE. Vielen Dank. Damit beginnt die Debatte in der zweiten Lesung. Ich habe bisher eine Wortmeldung, die Wortmeldung von Frau Böhm. Frau Böhm wird behindert durch Ihren parlamentarischen Geschäftsführer. Das wollte ich jetzt mal ins Protokoll geben. Frau Böhm, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Natürlich lasse ich mich noch von niemandem hindern und schon gar nicht hier meine letzte Rede für diese Woche zu halten, weil ich denke, es wird ja auch langsam Zeit. Also die Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung, das hört sich gut an, und das brauchen wir auch. Wir würden das Ganze allerdings sektorenfrei nennen und dafür sorgen, dass Patienten immer die beste Versorgung bekommen, ambulant, wenn es möglich ist, und die entsprechende Nachversorgung zu Hause möglich ist, stationär, wenn es notwendig ist, und gegebenenfalls die Übergangspflege in der Klinik. Dass uns dieses Gremium allerdings weiterhilft, da bleibe ich weiterhin skeptisch. Ich habe es ja schon in der ersten Lesung gesagt und auf die Protokolle hingewiesen, die nur aufzeigen, dass man sich zu wenigen Themen austauscht. Warum man sich da über Stimmrechte streitet, ist für mich ein Rätsel. Aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die Verbände auch sonst den Eindruck haben, dass sie an der Politik der Landesregierung insgesamt nicht angemessen beteiligt sind. Und das Gute ist natürlich, dass der Hebammenverband auch Mitglied dieses Gremiums wird. Ich denke, das ist ein Verband, der natürlich hier auch reinpasst, weil er die Sektorenfreiheit auch lebt. Aber es gibt ein Thema, deswegen habe ich mich auch noch einmal gemeldet. Insgesamt werden wir uns auch da enthalten bei dem Gesetzentwurf. Es gibt ein Thema, was ich hervorheben möchte, und das sind die Gesundheitskonferenzen. Nicht zufällig liegen zwei Änderungsanträge, einmal von der LINKEN und dann von der SPD, zu dem Gesetzentwurf vor, die beide dasselbe wollen, es nur etwas anders formulieren. Und ich stimme der Einschätzung des Hessischen Städtetages eindeutig zu, dass diese Gesundheitskonferenzen wichtig sind für eine ortsnahe und flächendeckende Gesundheitsversorgung. Deswegen müssen sie gestärkt werden. Und das ist gerade, wie der Städtetag sagt, im ländlichen Raum erforderlich, wo vermehrt ältere Menschen oder benachteiligte Menschen wohnen und die Infrastruktur viel zu wünschen lasse. Und ich kann nicht verstehen, warum die Hessische Landesregierung die Beteiligung des Sozialministeriums an den regionalen Gesundheitskonferenzen nicht mehr verpflichtend vorsieht und diese damit vorsätzlich schwächt. Das ist ein großer Fehler. Bisher sind diese Gesundheitskonferenzen, die ja eigentlich die ganze Gesundheitsversorgung beraten sollen in der Region, aber immer noch Konferenzen, die sich vorwiegend mit der stationären Versorgung beschäftigen. Und wie der Städtetag informiert, erschöpft sich die Beratung meist in der Diskussion um Bettenabbau. Und es wird von Ihnen kritisiert, dass die Konferenzen keine Entscheidungs- und Verfügungskompetenzen haben. Das wäre aber notwendig, damit überhaupt ein Planungs- und ein Gestaltungsprozess auf den Weg gebracht werden. Die kreisfreien Städte und die Landkreise sind zwar vertreten in den Gesundheitskonferenzen, aber nicht stimmberechtigt. Und obwohl sie für die stationäre Versorgung verantwortlich sind, können sie nicht mitstimmen. Und ich denke, das ist eine bedenkliche Änderung im Gesetz durch die Landesregierung, auch wenn es sich als Kleinigkeit erst einmal anhört, weil es zeigt den bekannten fehlenden Willen für eine Gesundheitsplanung in Hessen.
Die Landesregierung ist nicht bereit, sich festzulegen, welche Kriterien für eine gute gesundheitliche Versorgung erforderlich sind. Das Land ist allerdings in der Verantwortung, und andere Bundesländer machen es ja durchaus vor, eine landesweite Planung auf den Weg zu bringen. Sie möchten nicht mit den Trägern der Kliniken, mit den Kommunen, den Verbänden und denjenigen, die bisher auch in der ambulanten Versorgung tätig sind, sich zusammensetzen, um zu klären, welche Einrichtungen in welchen Regionen aufgrund der Bevölkerungsstruktur, der Entfernung, der Mobilität und andere Kriterien tatsächlich erforderlich sind. Ja, Sie sind ja nicht einmal in der Lage, den Krankenhausgipfel zu veranstalten, der von vielen Verbänden gefordert wurde und den Sie nach langem Drängen auch zugesagt haben. Und das in einer Situation, bei der auch die hessischen Kliniken die Alarmstufe Rot ausgerufen haben. Bisher haben fast die Hälfte der Kliniken Liquiditätsprobleme. Mit den Preissteigerungen und ohne staatliche Maßnahmen werden noch mehr Kliniken gefährdet sein und in eine Insolvenz gehen müssen, weil ohne Liquidität keine Zahlung, ist dann nur die Insolvenz die Möglichkeit. Ja, es ist sogar die Gefahr, dass weitere Kliniken schließen müssen. Ist das denn der Strukturwandel auf dem kalten Weg? Nur die überleben, die die größten Finanzgeber hinter sich haben, die die Klinik nutzen, um ihre Produkte loszuwerden und Gewinne zu generieren. Dieses Nichthandeln unterstützt die Profite der Gesundheitskonzerne und gefährdet die Versorgung der Bevölkerung. Frau Kollegin, Sie wissen, die Zeit ist um. Ja, deswegen stimmen Sie unserem Antrag, Änderungsantrag oder dem der SPD zu, da bin ich großzügig. Dann ist wenigstens ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung gemacht worden. Danke schön. Vielen Dank, Frau Möhm. Frau Anders, die Reise aus Bad Vilbel mit der Straßenbahn. Das sehen wir hier anders im Präsidium. Sie haben das Wort. Ich wohne am Nabel der Welt. Hashtag Dordelwein. So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu später Stunde möchte ich zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, es ist schon mehrfach betont worden, wie wichtig dieses gemeinsame Landesgremium ist für die intersektorale Zusammenarbeit und dass wir die Hebammen jetzt mit Stimmrecht auch in dieses Landesgremium schicken können. Das wurde in der Anhörung, in der Auswertung auch beraten. Es gab einige Anzuhörende, die das für schwierig erachten. Ich erachte es immer noch für gut und ich möchte auch gern den klaren Unterschied benennen. Hebammen können eben sehr wohl im Gegensatz zu anderen Heilerbringern eigenständig arbeiten. Sie brauchen keine Verordnung eines Arztes, um tätig zu werden. Und deswegen sehen wir hier ganz klar die Wichtigkeit, auch weil eben Hebammen ja vor allem intersektoral arbeiten, in der Klinik wie auch bei Hausbesuchen. Von daher ist es wichtig, dass sie mitreden dürfen. Und gerne gehe ich auch auf die zwei Änderungsanträge ein, die von Linke und von der SPD gestellt wurden. Ich möchte hier noch einmal ganz klar machen, dass die regionalen Gesundheitskonferenzen eben auch dann stattfinden können sollen und auch dann beschlussfähig sein sollen, wenn das Ministerium nicht anwesend sein kann. Und diese Bestimmung sieht ja jetzt vor, dass natürlich selbstverständlich die Ministerien eingebunden werden, die auch immer dazukommen können und dann auch im Nachhinein selbstverständlich sowieso alle Beschlüsse auch ans Ministerium gehen. Aber es davon abhängig zu machen, dass dieses Gremium überhaupt tagen kann, nur wenn das Ministerium anwesend ist, das wird nicht als dringend notwendig erachtet. Und deswegen werden wir diesen Änderungsanträgen auch nicht zustimmen. Ansonsten, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Das gemeinsame Landesgremium wird dann gut arbeiten können, gemeinsam mit den Hebammen und den anderen vielen wichtigen Playern im Gesundheitswesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Anders. Als Nächste Frau Dr. Sommer und danach Frau Ravensburg. Frau Dr. Sommer, bitte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sektorenübergreifende Versorgung ist ein Dauerthema, steckt hier in Hessen in Kinderschuhen. Und um genau sektorenübergreifende und regionale Versorgungsnetzwerke aufzubauen, braucht es eine Bedarfsplanung. Es braucht die Entwicklung einer notwendigen Infrastruktur. Es braucht vor allen Dingen aber Anreiz und vor allen Dingen ein Steuerungssystem. Und genau deswegen haben wir unseren Änderungsantrag gestellt. Es geht nicht darum, ob die stattfinden oder nicht stattfinden. Es geht darum, ob das Ministerium etwas mitbekommt. Also die Landesregierung in Form des HSMI soll weiterhin an den Gesundheitskonferenzen teilnehmen, und zwar verbindlich, meine Damen und Herren. Denn die Kann-Option, die lässt den Schluss zu, dass sie gar nicht wollen. Und das bedeutet, nicht zu steuern, Verantwortung zu scheuen, nicht intensiv an der sektorenfreien Versorgung zu arbeiten, meine Damen und Herren. Eine Landesregierung, die muss steuern und Verantwortung übernehmen, sonst sollte sie keine Legitimation haben, meine Damen und Herren. Es gibt nämlich den gesetzlichen Auftrag, dass Sie das zu machen haben. Und deswegen sollte das Gremium und auch die Gesundheitskonferenzen kein zahnloser Tiger sein. Ich betone es noch einmal, es braucht Steuerung, Führung, vor allen Dingen eine eigene Idee, eine Vision, ein Gesamtkonzept für die Gesundheitsversorgung in Hessen. Das vermissen allesamt sehr. Wir fordern Sie auf, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten. Mehr Zusammenarbeit und eine bessere Vernetzung unterschiedlicher Versorgungsbereiche sind ein wichtiger Schlüssel für eine gute Versorgung, unabhängig von Alter, Wohnort oder Geldbeutel. Dazu muss das Land endlich Antworten geben. Und ich möchte hier das Entlassmanagement kurz in den Fokus rücken. Gerade nach einer akutstationären Behandlung braucht es die Informationen, die dann an die nachbetreuende Organisation gehen, um die Anschlussbehandlung vorzubereiten. Bislang sind das aber eben abgegrenzte Bereiche. Und genau an den Schnittstellen oftmals gibt es dann keine Kontinuität der Versorgung. Und das kann nicht sein. Menschen, die pflegebedürftig sind oder zu Hause pflegen, fühlen sich oftmals ohnmächtig, weil sie an den Sektorengrenzen scheitern. Hier braucht es innovative, bedarfsgerechte und flächendeckende Lösungen. Wer pflegt, meine Damen und Herren, der hat keine Zeit, auf die Straße zu gehen. Das hat gestern eindrucksvoll die VdK-Demonstration ohne Menschen hier in Wiesbaden gezeigt. Ich danke allen Pflegebedürftigen, die sich liebevoll um die Pflege und die Betreuung kümmern. Wir wollen auf Ihre oft schwierige Situation aufmerksam machen und endlich Abhilfe schaffen. Ziel muss es deswegen sein, Angebote und Maßnahmen so aufeinander abzustimmen, dass sie die Gesundheit aller Menschen stärkt, dass die Betroffenen Hilfe finden, die sie benötigen, und dass sie sich nicht länger alleingelassen fühlen. Und ich komme zum Schluss. Derzeit ist die Sektorentrennung stark. Einzig gibt es Insellösungen. Deswegen braucht es, ich habe es schon gesagt, Ausloten von existierenden Lösungen und Gestaltungspotenzialen, Kriterien für eine intersektorale Versorgung, die Ermöglichung der sektorenübergreifenden Daten, vor allen Dingen aber Gestaltungsanspruch und Willen sowie Steuerung dieser Landesregierung. Da haben Sie leider viel Luft nach oben. Ziehen Sie sich nicht zurück. Gehen Sie, auch wenn es heute Abend schon spät ist, voller Power voraus und stimmen Sie unseren Anträgen zu. Danke schön. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Claudia Ravensburg ist als Nächste heran, und dann Kollege Promny für die FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zu dieser späten Stunde will ich auch nur zu einigen wichtigen Punkten, auch zu der Anhörung, Stellung nehmen. Wir sehen auf jeden Fall in der Verbesserung der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, und die Bedeutung steigt. Da sind wir, glaube ich, uns hier auch im Haus einig. Und das wurde auch in der Anhörung bestätigt, denn wir müssen künftig vernetzter denken.
Das sektorenübergreifende Denken ist notwendig, aber ich sehe auch, dass das längst in der Patientenversorgung Einzug gehalten hat. Denn wir haben eben einen Ärztemangel, und deshalb ist fachübergreifendes Denken und Nutzen der in der jeweiligen Region vorhandenen Kompetenzen sehr, sehr wichtig, um eine ganzheitliche Betrachtung zu machen und auch Gesundheitsregionen zu vernetzen. Zu diesem Zweck wurde das gemeinsame Landesgremium geschaffen. Und ich möchte hier ausdrücklich sagen, dieses Landesgremium, da ist selbstverständlich das Sozialministerium mit Fachexperten immer vertreten, und das soll auch die Steuerung übernehmen. Denn es gehört auch hier die Zusammenarbeit der Gremienteilnehmer auf Augenhöhe, und deshalb ist es auch richtig, dass alle mit Stimmrecht vertreten sein sollen. Und die auch in der Anhörung geäußerte Kritik am Stimmrecht der Hebammen können wir überhaupt nicht teilen. Denn gerade die Hebammen wechseln berufsbedingt regelmäßig zwischen den ambulanten und stationären Sektor. Unser Ziel ist es, die Hebammen aufzuwerten, und zwar ihrer Bedeutung dann auch gerecht zu werden. Und deshalb sollten sie eben mit eigenem Stimmrecht vertreten sein. Ein wichtiger Schritt zur gleichwertigen Anerkennung der Arbeit der Hebammen rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich möchte zu den Anträgen der SPD auch noch sagen, dass es natürlich bei den Gesundheitsregionen unser Ziel sein sollte, dass neben den regionalen Gesundheitsregionen auch zukünftig weiter noch heruntergebrochen wird, z. B. auf die Kreisebene. Ich möchte unseren Landkreis, Frau Dr. Sommer, erwähnen. Am kommenden Montag in der Kreistagssitzung werden wir über ein Rahmenkonzept zu einer regionalen Gesundheitsregion eine Vorlage haben. Und dieses werden wir ganz sicher auch begrüßen. Denn die Strukturen, z. B. im Landkreis Waldeck-Frankenberg, sind mit Strukturen, die wir im Rhein-Main-Gebiet haben, überhaupt nicht zu vergleichen. Deshalb ist es wichtig, dass solche Gesundheitskonferenzen auch auf solcher Ebene stattfinden. Und wenn die Ministerien diese Entwicklung dort persönlich verfolgen, sind Sie herzlich willkommen. Aber Sie können genauso gut auch die Ergebnisse, und das ist wichtig, die müssen zur Kenntnis genommen werden und dann Einzug im gemeinsamen Landesgremium finden. Deshalb sind wir gegen die Änderungsanträge und lehnen sie eben ab. Ziel muss auf jeden Fall sein, eine gute Versorgung, und das in jeder Region Hessens. Und deshalb werden wir dem vorliegenden Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung heute zustimmen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Kollege Promny. Und dann ist noch der Zettel von Frau Papst-Dippel hier. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte über das Gesetz Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung ist, denke ich, wichtig. Und es ist richtig, dass wir das heute hier auch noch führen. Ich will ganz kurz für die Freien Demokraten noch einmal Stellung nehmen. Grundsätzlich begrüßen wir die Verlängerung der Geltungsdauer dieses Gesetzes. Und dass einige Änderungen bei Stimmrechten vollzogen wurden, ist natürlich klar, dass das nicht alle Befragten glücklich gemacht hat. Das ist, denke ich, denklogisch auch nachzuvollziehen, weil jeder Verband für sich selbst natürlich eine möglichst starke Stimme in diesen Gremien wünscht. Wir Freien Demokraten merken an der Stelle noch an, dass eine zu große Teilnehmerzahl der Gesundheitskonferenz natürlich die Arbeitsfähigkeit des Gremiums einschränken könnte. Wir plädieren daher dafür, die Stimmrechtsvergabe und die Anzahl der Stimmberechtigten in regelmäßigen Abständen zu evaluieren und dann gegebenenfalls auch anzupassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Papst-Dippel ist auch schon auf dem Wege. Dann haben Sie das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir debattieren heute wieder über Änderungen zu einem auslaufenden Gesetz, das die komplexe sektorenübergreifende Versorgung im Gesundheitswesen weiter verbessern soll. Eine auf den Patienten bezogene sektorenübergreifende Versorgung muss zunächst kommunal gut koordiniert werden.
Daher ist es begrüßenswert, dass noch einmal konkret, ich zitiere, insbesondere regionale und fachspezifische Versorgungsnotwendigkeiten berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sind hier auch die Änderungsanträge von SPD und der LINKEN einzuordnen, die eine Teilnahme des Gesundheitsministeriums als Sollvorschrift erhalten möchten. Des Gesundheitsministeriums an den Gesundheitskonferenzen. So. Wir werden uns einer dieser Forderungen anschließen, wenngleich es Meinungen gibt, diese Konferenzen seien enttäuschend. Dabei sollte ein Ministerium, das ja laut gestriger Aussage von Staatsminister Klose durch das geplante Landesgesundheitsamt entlastet wird, durchaus auf der lokalen Ebene im Kontakt mit den dortigen Akteuren bleiben. Nur der ständige Dialog und eine qualitativ hochwertige Bedarfsplanung führen zu Verbesserungen. Insgesamt glauben wir nicht daran, dass die geänderte Zusammensetzung des Landesgremiums schnelle Abhilfe bei Problemen schaffen kann. Wir begrüßen aber sehr das Stimmrecht für die Hebammen. Die Kritik der Kassenärztlichen Vereinigung an diesem Punkt können wir nach Gesprächen gut nachvollziehen. Sie wurde aber sehr harsch, wenn auch begründet, vorgetragen. Wir sehen hier noch weiteren dringenden Verbesserungsbedarf bei der Versorgung von Schwangeren und Müttern. Wir nehmen selbstverständlich die Kritik aus den Anhörungen ernst, dass das Landesgremium einen bestimmten Auftrag bei der Bedarfsplanung hat und arbeitsfähig bleiben muss. Dennoch sehen wir nach vielen Überlegungen die Stellung der Hebammen als enorm wichtig an und schließen uns insofern der Landesregierung an. Anzumahnen bleibt, dass es auf vielen anderen Entscheidungsebenen dringend eine Verbesserung der Hebammenversorgung, der Situation der flächendeckenden Versorgung mit Geburtsstationen und auch mit Kinderärzten geben muss. In Gesprächen stoße ich oft auf Unverständnis für die Wichtigkeit von Entbindungssituationen für Mutter und Geburtssituationen für das Kind. Auch hier muss zwingend aufeinander zugegangen werden. Orientierung muss auch bei den in einem Landesgremium diskutierten Themen immer eine patientenbezogene, sektorenübergreifende Versorgung sein. Notfallversorgung, Angebote von ambulanter und stationärer Versorgung, Fachärzte in der Fläche, Ausweitung von Pflegeangeboten, insbesondere der Tagespflege usw. so müssen in der Fläche garantiert werden. Ich erinnere daran, dass das gerade für den ländlichen Raum eine Standortfrage ist. Für den Patienten sind Barrieren zwischen ambulanter, stationärer, rehabilitativer und pflegerischer Situation eine Belastung. Entsprechend müssen noch eventuelle Schranken zwischen den Sektoren schnell überwunden werden. Insgesamt sind die Anforderungen an die Bedarfsplanung und alle Akteure der sektorenübergreifenden Versorgung enorm hoch. In diesem Kontext muss jede kleine Verbesserung, z.B. auch ein Stimmrecht für Hebammen und eventuell für Psychotherapeuten, begrüßt werden. Und das tun wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen der Fraktionen liegen nicht vor, sodass der Staatsminister Herr Klose das Wort jetzt bekommt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir vielleicht, dass ich aus aktuellem Anlass ein bisschen grundsätzlicher beginne. Der Kontext zum Thema wird aber, glaube ich, dann sehr schnell klar. Unser System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und damit auch die Sicherstellung der Versorgung der gesetzlich krankenversicherten Menschen in Hessen ist unter ganz erheblichem Druck. Wir stehen unmittelbar vor hohen Defiziten bei den Kassenfinanzen und damit auch bei steigenden Beitragssätzen für die meisten Bürgerinnen und Bürger im nächsten Jahr. Und zwar, und da schließt sich ein Stück weit der Kreis zu manch anderer Debatte in dieser Woche, zusätzlich zu den Punkten, die die Lebenshaltungskosten überdies nach oben treiben. Und deshalb müssen wir uns einfach gewahr sein, dass dieses ja über viele Jahrzehnte gewachsene System einer ganz grundlegenden Reform bedarf, damit sich das nicht ins Uferlose auswächst. Und dieser Aufgabe müssen wir uns gemeinsam stellen. Und ja, da ist auch die sektorenübergreifende Versorgung, die Überwindung der Sektorengrenzen ein wichtiges Element für eine zukunftsweisende Versorgungsreform. Und das geschieht ja auch beispielsweise
in Form einer stärkeren Ambulantisierung von Krankenhausleistungen oder eben durch den Aufbau regionaler Versorgungszentren in ländlichen Gebieten die ambulante, stationäre und Notfallmedizin unter einem Dach verbinden. Und im Gegensatz zu dem, was manche Rednerin der Opposition eben gesagt hat, ist Hessen gerade in diesem Bereich der sektorenübergreifenden Versorgung bundesweit beispielgebend. Und ich will allen Beteiligten, das betrifft die Ärzteschaft genauso wie die kommunale Seite, die Kassen und auch die Krankenhäuser, auch die Rettungsdienste, ich will mich ausdrücklich bei dieser Gelegenheit bei Ihnen für diese beispielhafte Rolle Hessens bedanken. Es gehört aber auch dazu, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gesetzgebungskompetenz für Reformen im Bereich der sektorenübergreifenden Versorgung beim Bund liegt. Der Bundesgesetzgeber hat uns die Möglichkeit gegeben, mit dem 91a im SGB V Beratungs- und Empfehlungsgremien zur Befassung mit sektorenübergreifenden Versorgungsfragen einzurichten. Davon haben wir in Hessen Gebrauch gemacht mit der Errichtung des Landesgremiums und auch der Gesundheitskonferenzen. Das sind wichtige Beratungs- und Empfehlungsgremien. Sie setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller relevanten Versorgungsbereiche zusammen, und sie haben einen positiven Effekt. Denn da, wo früher jeder einzelne Sektor nur seine spezifischen Problemfelder gesehen hat und bei der Durchsetzung eigener Interessen dann auch die Folgen für andere Beteiligte im Gesundheitswesen gerne ausgeblendet hat, hat das dazu geführt, dass die Kommunikation und damit auch das wechselseitige Verständnis sich deutlich verbessert haben. Und das ist unser gemeinsamer Erfolg, meine Damen und Herren. Welche Verbesserungen gehen also mit dieser Novelle konkret hervor? Die Vorrednerinnen haben sie bereits benannt. Erstmals erhält die Berufsgruppe der Hebammen einen festen Platz. Das ist übrigens auch grundsätzlich wichtig, denn damit öffnet sich das gemeinsame Landesgremium erstmals auch für nicht-akademische und nicht verkammerte Heilberufe. Und wir stärken die Heilberufskammern, die ein einheitliches Stimmrecht im gemeinsamen Landesgremium bekommen. Die bisherige Rechtslage hat sich zu sehr daran orientiert, wer rein formal nach dem SGB V als Leistungserbringer anzusehen war. Das hat das große Engagement der Heilberufekammern in Hessen gerade in Fragen der sektorenübergreifenden Versorgung bisher nicht ausreichend aufgegriffen. Und deshalb ändern wir auch das. Weitere Verbesserungen sind eher organisatorischer Natur. Wir verschlanken Arbeitsabläufe, wir vermeiden Doppelstrukturen. Wir sorgen dafür, dass das gemeinsame Landesgremium sich in Fragen der Bedarfsplanung, nicht noch einmal mit bereits getroffenen Entscheidungen des Landesausschusses befassen muss. Dieser Gesetzentwurf ist eine sehr gute Grundlage für die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit im Landesgremium und auch der Gesundheitskonferenzen in Hessen. Beide setzen wichtige Impulse, auch wenn das Gesundheitssystem insgesamt, und damit meine ich insgesamt, in der Republik noch nicht ausreichend auf sektorenübergreifende Versorgung ausgerichtet ist. Die Arbeit dieser Gremien wird aber noch wichtiger werden. Je mehr die sektorale Trennung in Planung und Versorgung überwunden wird, und wenn ich das hier richtig verstanden habe, ist das ja der Weg, den wir alle beschreiten wollen. Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Punktlandung. Weitere Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt 16 liegen uns nicht vor. Ich gucke noch einmal. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bildung von Gremien zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung, Drucksache 20-9110 zu Drucksache 20-8768. Zunächst und die beiden Änderungsanträge, den einen von der Fraktion der SPD, 20-9199. Und der Änderungsantrag der LINKEN, 20-9202. Dann wollen wir mal zunächst abstimmen über den Änderungsantrag der Sozialdemokraten. Das ist 20-9199. Wer diesem Änderungsantrag der Sozialdemokraten die Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die LINKE, das sind die Sozialdemokraten und das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das sind die Grünen und das sind die CDUler und der Kollege Kahnt. Und wer enthält sich? Das ist die FDP.
Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Nächster Änderungsantrag, tut mir mal einen Gefallen und macht mal ein bisschen ruhig. Danke. Nächster Änderungsantrag der Linken, 209202. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das sind die Linken, die Sozialdemokraten und das Weiß. Wer ist dagegen? Das ist der Herr Kahnt, das ist die CDU, das sind die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die FDP. Damit ist dieser Antrag auch abgelehnt. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Form, die ich eben gerade schon vorgelesen habe, Drucksache 209110. Wer ist für dieses Gesetzentwurf? Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Grünen, die CDU, die FDP, Herr Kollege Kahnt und die AfD. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Die Linke und die Sozialdemokraten. Damit ist der Gesetzentwurf mit Mehrheit, großer Mehrheit, wie auch immer, beschlossen worden und wird hiermit zum Gesetz erhoben. Vielen herzlichen Dank.